Hallo Mevikan, guten Morgen. Mama Danja, kannst du meine Pizza schneiden? Danke Mama Danja. Ah! Ei! Ups. Aua! Ist das dein Ernst? Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spülmittelkanal. Leute, heute habe ich mal wieder was vor. Und zwar möchte ich heute so tun, als ob ich Mama Danja wäre. Ist das nicht cool? Ja, Kahn weiß noch nichts davon. Bianca ist leider nicht da. Aber Kahn weiß, wie gesagt, noch nichts. Ich bin gespannt, ob er das errät, was ich tue, ob er mitmacht oder ob er sich ein bisschen sträubt. Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf seine Laune drauf an. Aber witzig wird es, glaube ich, auf jeden Fall. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet und ich hoffe, dass es funktioniert. Und ich würde euch einfach mitnehmen. Ich glaube, das allererste, was wir ändern müssen, ist das Outfit. Also Mama Danja hat ja auch erst ein Umstyling hinter sich. Deshalb seht ihr mich jetzt in Mama Danjas neuem Outfit. Okay, ich habe mich dann mal eben in Schale geschmissen und jetzt sehe ich eigentlich ziemlich genauso aus wie Mama Danja. Wie das neue Outfit von Mama Danja. Ich habe auch blaue Haare. Eine helle Jeansjacke, ein weißes Shirt, weiße oder helle Ripped Jeans und weiße Turnschuhe. Ich werde jetzt direkt mal zu Kahn gehen oder zu Baby Kahn und mal schauen, wie der darauf reagiert. Aber ich glaube, ich bringe ihm was mit. Ich glaube, ich bringe ihm ein Kostüm mit. Das hier ist das beste Äquivalent zu Dr. Pie, was wir hier haben. Und deshalb nehme ich den mit. Hallo Mevikan, guten Morgen. Oh, ey, ist das dein Ernst? Gut geschlafen, Mevikan? Anscheinend nicht. Guck mal hier, ich habe dir Dr. Pie mitgebracht. Das ist zumindest süß. Dr. Pie nehme ich mit. Hm? Ist Karneval oder was? Nein. Ja? Halloween Nein. Ist eigentlich auch schon vorbei. Nein. Wie siehst du eigentlich aus? Ja, guck mich doch mal an. Passt dir die Hose überhaupt? Die Hose wirkt ein bisschen zu groß. Du kennst mich doch. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Dr. Pie, Baby Kahn, Mama Danja oder was? Oh, Dr. Pie bleibt hier. Ja, ich bin Mama Danja. Warum? Nee, du hast gesagt, wir machen eine andere Challenge heute. Vielleicht habe ich das gesagt. So. Kannst du noch mal lachen? Wenn ich so bin, musst du Baby Kahn sein. Nee, nein. Darauf, nein. Okay. Nö! Ja, siehst du, klappt doch. Ja, aber ich zieh mich jetzt nicht an oder so. Du hast jetzt nicht Sachen für mich bestellt. Nein, hab ich nicht. Gut. Hab ich nicht. Weil ich zieh jetzt keinen türkisen Pulli und eine Hose mit Ketten und so an und Vans, habe ich keine Lust jetzt. Ja, okay, was ist denn die Challenge jetzt? Ja, ich hab dich gesehen. Okay. Immer noch hässlich. So, fertig. Hast du ein Hüngerchen? Nein, hab ich eigentlich auch nicht. Doch, müsst ihr jetzt hier sowas einblenden, Baby, ne? Genau, ja, wo ist Rocky? Ja, ich hab Dr. Pie, aber wo ist Rocky? Nee, du hast nur ein Tier. Ach, du kannst ja nur ein Tier mit. Ja, ich hab Hunger. Aber meinst du, dass du... Warte, stopp. Was gibt's denn in Dog Me City? Donuts, Eis, goldenen Apfel, würde ich nicht Nein sagen zu, Butterbrot, Torte. Was gibt's noch? Schokoladenmilch zu trinken, Energy. Okay, ich bring dir einfach mal was. Ja, mein Donut wäre gut. Bin gleich wieder da. Okay, ich habe jetzt mal gekocht. Das heißt, ich habe Pizza in den Ofen gesteckt und ein paar Donuts gekauft. Aber das ist egal, das wird Kahn jetzt wohl essen müssen. Okay, bist du ready für was zu essen? Ja. Oh! Pizza und Donuts. Yo! Was kannst du mitnehmen? Was? Ich will keine Pizza. Was ist das für eine Pizza überhaupt? Margarita. Yo! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Was hast du gedacht? Ich dachte, du bringst mir... Butterbrot. Ja, damit. Ja, ist okay, aber ich esse lieber den Donut. Okay, lass es schmecken, Baby Kahn. Ich gehe, während du isst, mal zu Baby Claudio. Was? Wieso? Ja, bleib doch hier! Also, ich komme gleich wieder. Folgendes bräuchte ich. Swimmingpool wäre cool. Hab ich nicht. Wie soll ich den jetzt hinbauen? Sorry, ist mir egal. Swimmingpool. Ich bräuchte noch ein Bett für Dr. Pie. Kühlschrank wäre gut. Okay, haben wir eigentlich da. Auto. Fährst du mich heute auch? Ja, ich fahr dich. Ich fahr dich, kein Problem. Okay. Nicht mehr Baby Claudio besuchen. Hallo, Baby Claudio. Na?
Nehmt ihr gerade auf? Nee, ich nehme nicht auf. Ich zocke einfach nur so rein. Ach so, aber warum ist dann das Schild an deiner Tür? Sorry. Ja. Mhm. Ist nicht so schlimm, weil ich habe sowieso dann so. Guck mal, wer sich gar nicht wundert. Willst du was? Kriegst du aber nicht. Warte. Das ist blaue Haare. Roblox. Mama Tanja? Mhm. Was machst du denn? Hm? Oh Gott, warum Donuts? Hm? Weil wie immer Donuts von euch kommen. Wegen Roblox. Was macht ihr eigentlich da? Roblox? Darf ich einen Donut? Nö. Mama Danja. Wie gefällt dir das Mama Danja Outfit? Ne, ich muss sagen, das Outfit ist echt gut getroffen. Ja. Ich finde halt die Perücke nicht so schön. Ja, die ist mir auch zu klein, habe ich festgestellt. Ist halt nicht so schön. Ja. Achso, ja, hier kannst du essen. Pizza von Ramsay. Nee. Wirklich, ich schwör's dir. Nee, eine Pizza möchte ich nicht. Pizza von Ramsay. Die ist nicht fertig, oder? Doch, die ist fertig. Mama Danja, kannst du meine Pizza schneiden? Baby Claudia möchte, dass die Pizza geschnitten wird. Danke, Mama Danja. Hier ist eine Schere, benutz die. Hätte ich mir, glaube ich, doch nicht so richtig überlegt mit dem Mama Danja rein. Es gibt so eine Sache, die muss Baby Khan jeden Tag tun, aber da hat er keinen Bock drauf. Was könnte das sein? Richtig, Schule. Dann geht's jetzt auch in. Hallöchen, Baby Khan. Nee, Baby Khan ist hier. Guck mal. Wir müssen in die Schule. Mit neuer Frisur. Wir müssen in die Schule. Komm. Nein. Doch, ich fahr dich. Was für Schule? Du gehst jetzt in die Schule. Ich kenn's bestimmt nicht. Doch. Was für Schule? Kommst du jetzt mit? Nein. Doch. Kannst du jetzt bitte mal mitmachen? Ich mache mit. Was willst du von mir? Ich mache mit, aber was für Schule? Was laberst du? Was erzählst du denn da? Einfach mal überraschen. Ja, los, mach. Ja, ich lass mich überraschen. Ja, ich weiß, dass die Kamera läuft. Ich lass mich überraschen, ja. Ja? Ja. Okay. Wie sie so, als ob ich das nicht höre, dass die Kamera ja, noch ich läuft. Ich weiß doch nicht. So, ich weiß ganz genau, wann on-off ist. Ja, okay, wir gehen jetzt in die Schule. Ey, ich steige in kein Auto, ich sag dir das. Du steigst in mein Auto. Ich steige weder in das Auto von Danja noch von Mama Danja. Du steigst in mein Auto. Fährst du mich heute auch? Ja, ich fahr dich. Können du wir weißt, nicht, gar nicht gibt es in der Dot Me City nicht einen Bus? Da gibt es manchmal eine Lokomotive. Können wir nicht irgendwo mit einer Lokomotive hinfahren, bitte? Solange ich die Lokomotive fahre. Ich habe echt Angst, mit dir Auto zu fahren. Kommst du jetzt bitte mit? Ja, ich ziehe meine Jacke an. Treffen wir uns am Auto? Ja. Ja gut, dann treffen wir uns am Auto. Ey, das wird schlimm. Das wird ganz schlimm, sage ich dir. Ja, so, ich schnall mich jetzt an, Mama Danja. Besser mache mich auf das Schlimmste bereit. Warum? Weißt du eigentlich, dass dein Auto klingt wie eine kaputte Mikrowelle? Elektroauto. Ja, fahr bitte vorsichtig. Und fahr mich zur Schule, wo auch immer jetzt hin. Au! Was für... Au! Ei! Ups. Aua! Ist das dein Ernst? Ja, ey, ich krieg hier noch zu. Jetzt fahr mal bitte ruhig. Mama Danja kann halt nicht auch. Mann, ey! Ich hab jetzt schon. Mein Kopf tut mir jetzt schon weh. Tut mir leid. Bitte kein Unfall. Bitte. Mühe. Ey, das ist ja Unfall. Hast du dich angeschnallt? Ja, natürlich bin ich angeschnallt. Sonst würde mein Auto auch lang fahren. Schnall mich immer an. Wir fahren jetzt in die Schule. Ich fahr jetzt ganz bestimmt nicht in die Schule. Jetzt können wir mal sehen, wie Mama Danja fährt. Wahrscheinlich ja, nicht gut. Gut, natürlich. Leute, ich bin ganz ehrlich zu euch. Also das, was hier bei Mama Danja immer abgeht, ne? Guck, jetzt ist die Polizei auch da. Die Polizei ist schon da. Hilfe! Hilfe! Wir müssen auch gleich aussteigen. Da vorne um die Ecke ist die Schule. Ich steig ganz bestimmt nicht aus. Warum? Ich weiß doch nicht mal, wo ich hin soll. Nein, die Schule. Sagte ich doch bereits. Na, ich gehe nicht zur Schule. Doch. Du glaubst es immer noch nicht, ne? Ich gehe jetzt ganz bestimmt nicht zur Schule. Ich weiß nicht, wo du mich hinfährst, aber ich will in dieser Mikrowelle nicht draufgehen, sage ich dir ganz ehrlich. Guck, fast Unfall! Ja, fast Unfall. Oh, ey, bitte. Ich will einfach nur überleben. Ey! Was? Alles klar. Ich fahre nicht mehr mit Mama Danja. So, hier nimm. Nee, ist okay jetzt. Es reicht mir. Weißt du, wie schlecht mir schon ist? Willst du jetzt laufen? Ich gehe jetzt. Zur Schule geht's übrigens ist Kindersicherung. Ciao! Ich glaube, ich sollte vielleicht doch nicht erstmal mal dann ihr Auto fahren. Oh Mann, Leute, wenn es euch trotzdem Spaß gemacht hat heute, dann gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!